So, hallo und alle zur nächsten Folge von Pokémon Rot Edition in Minecraft Vanilla. Ich habe vergessen zu saven, deswegen mache ich das jetzt. Minecraft Vanilla wegen hier, hi. Und ich bin gerade mal dabei, die Arena abzuchecken, was denn hier abgeht. Kann ich mal... Ich teste mal die königlichen Vorkotzer wieder hier. Vom Eichen Arena Fight, welches Level die Pokémon von denen sind. Sepa Level 16, ja gut. Gluten sowas bringt ja nicht viel, deswegen mache ich hier Kratzer die ganze Zeit durch. Ich schätze, ich krieg viel aufs Maul hier. Blubber. Bam. Ja, super effektiv einfach, aber... Nicht effektiv genug, um mir sonderlich allzu krass zu schaden. Ich komme da, denke ich mal, ganz gut durch. Ich teste einfach nur mal testweise Glut, um zu testen, auch wenn es nicht effektiv ist, ob es durch den rohen Basiswert... Naja, okay, gut. Ja, Blubberattacke. Super effektiv halt einfach. Kratze ich weg. Ich schätze, meine Arena-Leiter schaffe ich jetzt noch nicht. Ich werde ein bisschen leveln müssen. Na, möchte nicht wechseln. So, Kratzer hier. Ja, ist halt nicht so... Warte, Withdraw. Okay, Verteidigung hat sich erhöht. GG. Ach, Critical Hit. Ja, läuft. Jetzt kann nur Verteidigung machen. Nochmal Kratzer. Ja, jetzt ziehe ich nicht mehr so... Kann das noch was anderes, außer Verteidigungsattacken? Anscheinend nicht. Das kann nur eine Attacke. Oder ich habe halt gerade Pech. Oder Glück, dass es nur die eine Attacke kann, nicht zurück angreift. Ja, wie viel Verteidigung soll das dann noch nach oben gehen? Holy moly. Dauert ja. Ewig das jetzt einfach nur down zu kriegen, aber gut, mir soll es recht sein. Gib ich easy Erfahrungspunkte. Easy XP. Na gut, jetzt ist seine Verteidigung schon auf Maximum. Mehr kann er nicht mehr erhöhen. Ja, der kann nur eine Attacke. Schade, dass Mushas auf dem Level so schlecht ist. Aber ich habe schon mal den ersten besiegt. Ich werde jetzt nochmal gleich zurückgehen und vielleicht den zweiten auch noch besiegen. Dazu muss ich aber meinen Glutex erst nochmal aufladen, weil ich weiß nicht, was mich da erwarten wird. Ich glaube, der Typ vor der Arena, das ist irgendwie der Vater von der oder so, da war irgendwas. So. Ich möchte ganz kurz voll heilen. Dim, 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 dim. Besten Dank. Oder weißt du was? Ich glaube, ich labe den mal ganz kurz an. Weil ich nicht mehr weiß, ob es noch irgendwas gab. Aber ich werde auch mal zuerst ein bisschen mein Pokémon leveln. Okay, da sagt irgendwie gar nichts dazu. Ich dachte, es wäre irgendwie der Vater von der oder so. Was? Du bist Pokémon-Trainer? Ja, bin ich. Warum? Was dagegen? So, ich weiß, hier oben gab es so ein bisschen ein Gebiet, da versperrt einer die Höhle. Da ist ja dann das Mewtwo drin, kannst du erst machen, wenn du Pokémon-Liga bestanden hast, glaube ich. So, dann lass mal hier hochgehen. Oh, da war Gary. Arceus Spark. Da ist auf einmal Arschi wieder aufgetaucht. Also, ich habe mal Arschi genannt. Aber vier Pokémon hat er mittlerweile. Tauboga. Mal gucken, ob wir da durchkommen jetzt. Darauf war ich jetzt nicht vorbereitet. Aber ich mache wieder ein Brathähnchen. Komm schon. Ich hoffe mal, dass es reicht. Der Shiggy von dem wird ein bisschen ekelhaft. Deswegen werde ich mal beim Glutex so hier anfangen. Level 22. Sehr gut. Freut mich, wenn ich zwischendrin noch aufsteige. Ja, Abra kann doch gar nicht viel. Der kann nur Teleport, oder? Aber er hat auch ein paar böse Viecher. Also Abracadabra, Simsalabim und so, die sind eigentlich echt stark. Ja, siehst du, weil jetzt kann nur Teleport. Das ist praktisch nicht vorhanden. Weg damit. Ja gut, und Radfratz ist halt natürlich kacke. Wer hätte es gedacht? Ja, reicht auch nicht ganz mit dem... Ja, verringere noch meine Verteidigung, ey. Und jetzt gleich kommt... Oh, lol.
Ruckzuck-Tieb. Hat er hohe Geschwindigkeit, deswegen kann der manchmal zwischendrin hier machen. Na, Shiggy, was? Shiggy Level 17? Entwickelt sich das nicht ab Level 16? Oder war das 18? Na komm, kratz ich halt weg. Rotenschlag wieder was auf. Dann mach gleich eine Wasserattacke und ich bin RIP einfach. Halt, lass mich instant one-shotted. Ah, ich komme gut durch. Also, ja, Aquaknarre. Super effective, na gut. Mein Nidoking räumt jetzt gleich auf. Oh, vielleicht räumt mein Texu aber noch auf. Mit einem Pokémon habe ich alle vier von Arschi besiegt. Zack. Deswegen, das hat meine Strategie so ein bisschen. Reicht aus. Hey, rate mal was. Ich bin zu Bill gegangen und er hat mir ein paar seiner seltenen Pokémon gezeigt. Es hat jede Menge Seiten zu meinen Pokédex hinzugefügt. Er hat das Pokémon-Lagerungssystem am PC erfunden. Falls du das nutzt, sollst du ihm danken. So, smell you later. Es hat immer smell you later, ey. Aber ich nutze jetzt gerade nochmal die Chance und lade auch meinen Pokémon wieder auf. Kann ich hier? Ah ja, ich kann. Ah, tut gut, wenn hier nicht ständig irgendwie Pokémon aufploppen, weil wir gerade in keiner Höhle sind. Aber wir haben ja noch ein paar Höhlen, durch die wir durch müssen. Hey. Ja, dann lass mal voll heilen. Vielen Dank, deine Pokémon sind wieder fit. Ah, jetzt hat wieder automatisch angeklickt. Weil ich die F-Taste gedrückt habe und ich will die so oft sneaken wegen, weil dann wackelt das Bild so. So, save. Weil ich habe jetzt erstmal Arschi besiegt, deswegen kann ich auch mal saven. Und dann gehe ich weiter und battle mich mal nach oben durch. Das ist gut zum Trainieren. Und wenn ich oben mich durchgebettelt habe, dann werde ich mal sämtliche Arena-Kämpfe bestreiten, die ich hier noch zu bestreiten habe. Tja, da haben jetzt die ersten Leute auf der Brücke. Oh Gott, wir müssen wieder die 5 besiegen und ich kriege einen Fabulous-Preis. Irgendwas Glitzerndes. Ein Einhorn oder so. Ein Raupi. Tja, da wüsste ich was gegen. Gegrillte Raupe am Spieß. Super effektiv. Ach, Hornliu ist mir auch egal. Komm her, Glut. Weg damit. Super effective. Wie nur 156. Ich könnte ja mal wieder ein paar Level aufsteigen. Ich werde gerne Level 36 mit dem hier werden. Dann läuft nämlich der Hase richtig. So, ich bin der Zweite. Jetzt wird es ernst. Bin ich mal gespannt. Die heißen nun mal alle gleich irgendwie. Schade, dass Glut nur so wenige Punkte hat. Obwohl 25 gehen eigentlich noch. So. Na, hält sogar ein bisschen was auf. Ich mach mal hier Kratzer. Tja, ey, zählt einen Ruckzuck, ich bin da hier. Wegen meiner Ungenauigkeit habe ich gerade verfehlt. Nidoran 150, Level 23. Nidoran weiblich. Na go. Dann Amber, Glut drauf. Oh, schon wieder verfehlt. Dieses Kack-Taubsi. Jetzt aber. Guck dich an, das Ding. Heuler nochmal, damit ich weniger Schaden generell mache. Kratzer drauf, vielleicht reicht's ja noch. Oh, ich hab verfehlt. Kann nicht sein, dass von einem Wind, von einem Mal hier diese Sandattacke so selten was treff. Schon wieder gemisst. Ich hab die nur einmal abbekommen. So gering kann meine Genauigkeit auch gar nicht sein. Oh, ich wurde auch vergiftet. Und weil meine Attacke verringert wurde, habe ich den jetzt nicht gekriegt. Und das haut raus. Und das Nidoran ist nicht zu knacken fast. Ja, egal, ich geh mal. Den nächsten nehmen wir auch noch, denke ich, oder? Na komm, den nächsten nehmen wir noch mit. Soll noch zu schaffen sein, jetzt kommt der dritte. Sonst muss ich zwischendrin mal so, Youngster, los, hau deinen Radfratz raus. Und ich bin leider noch vergiftet. Möchte nicht wechseln. Also, wenn ich an den Pokémon
Ist immer so, wenn ich keinen Zug warten muss, dann kriege ich auch keinen Giftschaden. Wenn ich jedes One-Shotte, dann... Ja. Rap Wickler. Erzähl mir doch keinen. Ah, lol, ich kann da nichts machen, oder was? Ah, da war irgendwas. Ekans fainted. Nein, möchte ich nicht wechseln. Fight und Glut. Hau mal weg. Ah, komm. Du verdammter Blutsauger. Aber wenigstens nicht effektiv. Also, da mein Glutexel sowieso nicht mehr lang durch, da kann ich ja hier die Glutattacken aufbrauchen. 210. Ich würde sagen, ich schaffe noch einen. Mein Glutexo bohrt sich da einfach durch. Schon wieder ein Taubsi. Sehen doch mal bessere Pokémon. Die müssen stärker so ein paar mehr XP geben. Ich werde es nicht one-shotten. Ah, wurde verbrannt. Pass auf. Ah, gut, ist ja keine Sand. The Burn. Yo, Taubsi, feel the burn. Oh, Rockzuki macht's auch. Mal gucken, ob ich es noch schaffe, den komplett zu besiegen. Schon wieder Nidoran weiblich. Tja, wenn der mal mit Nido King sehen würde, würde ich denken, what the fuck? Critical Hit sogar noch. Mal gucken, ob ich es überlebe. Genau, überlebe ich nicht. Doch, überlebe ich. Zack, kasse ich auch noch mit ein. Da habe ich die besiegt. Ich habe auch verloren. Ja, mit einem Pokémon habe ich einfach vier Gegner aneinander besiegt. So, Glumanda noch verhindert. Ne, das war's doch. Man hat mir gesagt, ja, man behält noch einen Lebenspunkt übrig auf dem Pokémon. Das stimmt aber nicht. Das verhindert. Was jetzt hier auch passiert ist, kann ich nachgucken, oder? Ja, hat 0 von 65. Deswegen ja, keine Sorge, wenn ich halt kein Pokémon mehr habe und ich verhinte, dann ist RIP. Dann bin ich ja komplett sozusagen einfach so gestorben. Das ist ja so, wie wenn ich im Kampf komplett besiegt wurde und nicht mehr weiterkomme. So. Geh jetzt erstmal wieder hin und save. Eine Sache noch, gibt's doch sowas wie Laden? Laden gibt's nicht, ne? Also es gibt immer nur einen einzigen Speicherstand, da war was. Und normalerweise hatte ich das immer so gemacht, wenn was nicht gut lief, einfach Gameboy ausgeschaltet und dann den letzten Spielstand geladen. Aber ich weiß nicht, ob das hier so einfach geht. Ich glaube, hier gibt es keinen Load Save. So, ich glaube, das so müsste auch jetzt der letzte sein, oder? Ich Nummer 5, ich stompe dich jetzt, von wegen. Der Storm ist auf meiner Seite. Was hat er denn? Mankey. Ja, vielen Dank für die guten Erfahrungspunkte. Den kleinen Ball kuckel ich auch mal mit weg. Gerade, ah, das ist sehr effektiv, glaube ich, ne? Ja. Obwohl, ne, war nur ein Crit-Hit. Aber Kampfattacken sind böse manchmal. Level 24. Rage, Wut. Ja, ich mach mal, mach mal den Heuler weg. Und ich hab Rage erlehnt. Wut, dann macht man sich auch selbst auch noch mit Schaden, oder? Es war halt eine, war eine andere Attacke als... Ich hab ein Nugget bekommen. Ja, da will ich für Team Rocket rekrutieren. Und ich habe hier gar keine Möglichkeit, ja oder nein zu sagen. Ist immer automatisch nein. Auch schon witzig. Ich würde das gerne mal austesten. Was macht denn hier Rage oder welche Attacke ist das? War das Wut? Glaube ja. Und mit jedem Zug,
Macht das mehr Schaden, oder? Ja. Ich glaube, mit jedem Zug macht das mehr Damage. Und beim letzten Zug kriegt Grotexo selbst Schaden. So, und wenn ich jetzt hier Wut mache, dann... Babam, one-shot ich sozusagen. Weil es immer mehr... Naja, doch nicht. Aber nur mein Angriff steigt jedes Mal. Okay. Ich weiß nicht, wann ich selbst Schaden kriege oder so. Deine Fähigkeiten wird zu einer der Anführer von Team Rocket werden, ja. Habe ich aber leider keinen Bock drauf. Was ist das hier? TM45, ist das vielleicht Zerschneider oder so? Steht das irgendwo dabei, was das für Items sind? Leider weiß ich nicht, was die ganzen TMs sind. Das ist das Problem. Auswendig muss ich mal nachgucken. Kann ich ja im Wiki theoretisch. Und ja. Hier oben stehen ein paar Typen, die battle ich halt auch nochmal, bis ich zu dem Bill komme. Ja, wieder so ein Dickerchen. Ist ein bisschen ekelhaft vielleicht. Gut, dann Glut, bitte. Kampf-Pokémon habe ich. Bin ich irgendwie super ganz gehartet. Chop, der könnte auch wieder ziemlich Schaden machen. Ja, verhältnismäßig macht er viel Schaden. Glut. Danke. Ah, Gott. Ja, jetzt sehen wir noch keinen. Hoi, critted. Critted. Not very effective und ich habe fast gewonshottet. Das sehe ich doch mal gerne. Not very effective. So, die ganzen Items, also Trank und so, die ich habe, die werde ich dann in kritischen Situationen immer mal aufbrauchen. Weil wenn ich jetzt hier ein Pokémon Center in der Nähe habe, da kann ich ohne Problem hin. Also wenn ich mal in der Höhle bin oder so und keinen Bock habe zurückzulaufen, dann werde ich ein bisschen Tränke und sowas verwenden, würde ich sagen. Fight. Glut. Ich muss vielleicht mal ein paar kaufen oder so. Ach ja, ruckzuck, ey. Ich muss mal ein paar Tränke oder sowas kaufen, um einfach Leben aufzufüllen. Ja. Finish off mit dem Kratzer. Möchte nicht wechseln. Fight. Amber. Überlebe ich's? Ja, ich überlebe's. Fight. Lol, Rage ist noch voll. Achso, ich hatte ihn nochmal aufgeladen. Nee, hab ich ihn nochmal aufgeladen? Rage ist immer noch voll, hat keinen Punkt verbraucht. Du bist vernünftig. Oder ganz okay. Dann haben wir hier noch einen. Du willst zu Bill? Lass uns zuerst kämpfen. Kein Problem. Ohne, schon wieder ein Onix. Really? Ich probier's mal mit hier, Rage. Macht alles kein Damage. Ja, auch Wickler. No, not very effective. Wieder Heuler, ich bin da wirklich RIP. Meine Verteidigung ist sehr stark gefallen. Hat seine Attacke verfehlt, wieder Rage. Ja, jetzt kommt Tackle und ich bin RIP. Ach, fast. Jetzt habe ich noch ein bisschen mehr Schaden bekommen, aber... Ja, und da bin ich weg. Komm, Nido King. Hornattacke. Macht alles nicht so viel Schaden an denen, Alter. Ich habe das Gefühl, mein Nidoking ist gerade stärker als mein Glutexo unter anderem. Noch eine Hornattacke. Also anders bleibt mir nicht übrig, deswegen. Critical Hit. 393 XP, ey. Ja, ich schätze mal, ich schaffe noch einen Trainer.
Ich habe keinen Bock, deswegen jetzt schon zurückzugehen. Nächster Trainer, Youngster möchte kämpfen. Onlamus. Flagmon meine ich. Oh Gott. Das macht ein bisschen Schaden. Psycho-Attacken. Und wieder. Konfusion ist eine recht starke Attacke. Hier RIP. Und Level 22. Kann er auch mal eine Attacke lernen? Nee, kann er nicht. Nein, ich bin nicht sauer. So, pass auf, ich gehe mal hier zurück, weil ich habe jetzt nicht mehr so viele Viecher. Nicht, dass irgendwas kommt, mein Nidoking weggedrescht. Deswegen, ja. Gehen wir einmal die Strecke nochmal zurück, gehen ins Pokémon Center, heilen uns voll. Und dann sind wir eigentlich auch schon am Ende von dieser Folge angelangt. Alles Weitere seht ihr in der nächsten Folge. Und ja, dann zeige ich schon mal Schüsen gleich, aber ich nehme das noch alles mit drauf, denn gehört dazu, dies, das. Ich meinte ja, ich sollte nicht trainieren, ohne es aufzunehmen. Ich hatte zwischenzeitlich das mal ganz kurz gemacht, aber naja. So, einmal voll heilen. Besten Dank. We hope to see you again. So, safe. Wir haben schon gespielt hier. 3 Stunden haben schon gespielt. Spark saved the game. Okay, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, das Krachen und tschüss.